Geil, dass ihr heute wieder hier seid am Samstag und wie versprochen gibt es jetzt das Video über das Thema Küssen, nämlich die Frage, wann solltest du sie küssen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich möchte mal anfangen mit so einer Sache, die ich letztens auf meinem Live-Workshop besprochen habe, über eine Sache, die Männer immer wieder denken, die komplett, also es ist komplett falsch, aber die Männer denken immer wieder, das wäre so, nämlich Thema Club. Ich bin selbst nicht der größte Clubgänger, das weißt du wahrscheinlich, wenn du meine Videos verfolgst. Aber eine Sache kann ich dir sagen, wenn du eine Frau mit nach Hause nehmen willst aus dem Club, ist es nicht so klug, wenn du sie direkt im Club küsst. Und das machen aber wieder viele Männer und viele Männer sind verwirrt und wissen nicht, dass das dumm ist. Und ich will dir erklären, warum das wenig Sinn macht. Wenn du eine Frau küssen willst, solltest du dir immer überlegen, wohin führt das denn? Warum macht das denn Sinn? Warum sollte ich das in diesem Moment gerade machen? Und im Club macht es halt überhaupt gar keinen Sinn, weil du bist dann vielleicht mit ihr auf der Tanzfläche, du machst dann vielleicht da ein bisschen mit ihr rum und dann musst du dich halt fragen, okay, wohin führt mich das jetzt? Ja, wenn du die Frau zum Beispiel mit nach Hause nehmen willst aus dem Club, dann ist es einfach nur dumm, wenn du sie auf der Tanzfläche küsst. Außer du willst direkt dort vor Ort mit ihr Sex haben. Dann macht das natürlich oder kann das natürlich Sinn machen. Weil wenn du sie auf der Tanzfläche küsst, dann hast du den Nachteil, dass die Frau, also dass direkt die Verteidigungsmechanismen der Frau getriggert werden. Die Frau wird sich direkt denken, okay, so jetzt muss ich gerade einen Ball für den Hund werfen. Die Frau wird sich direkt denken, okay, bin ich jetzt eine Schnampe, mache ich hier das Richtige, sollte ich das tun oder sollte ich es lieber lassen? Also du triggerst direkt die Frau und sorgst dafür, dass sie sich Gedanken darüber macht, ist es richtig, dass ich mit ihm nach Hause gehe? Wir werden Sex haben, ich weiß es, weil wir schon rumgemacht haben. Wenn du jetzt nicht mit der Frau im Club rummachst auf der Tanzfläche, dann weiß sie eben noch nicht genau, was kommt. Dann muss sie vor sich selbst und vielleicht vor ihren Freundinnen auch nicht rechtfertigen, was sie da jetzt macht. Das muss sie aber schon, wenn du bereits mit ihr rumgemacht hast, weil sie sich dann ja denken kann, was als nächstes passiert. Ja, also du willst dieses Geheimnisvolle, dieses, sie weiß nicht genau, was als nächstes passieren will, das willst du aufrechterhalten im Club. Deswegen kann es oder ist es nicht sinnvoll, wenn du mit der Frau im Club rummachst, außer du hast wirklich vor, sie direkt vor Ort zu verführen. Ja, genauso wie, wenn du jetzt das erste Date mit der Frau in einem Café hast, macht es auch wenig Sinn, dort mit ihr rumzumachen. Es macht viel mehr Sinn, wenn du es dann bei dir zu Hause machst, denn nur bei dir zu Hause kannst du das Ganze ja weiterführen. Das musst du dir immer überlegen. Also wenn du jetzt im Café mit ihr rummachst, dann wird es wahrscheinlich so sein, du machst im Café mit ihr rum, dann endet das Date und dann trefft ihr euch auf ein zweites Date wieder. Der Kuss war dann aber sinnlos, weil du ja von diesem Kuss aus nicht weiterkommen kannst. Außer du gehst danach noch mit ihr nach Hause. Wenn du das aber nicht machst, macht es keinen Sinn. Denn dann macht es nur wieder das Gleiche, von dem ich eben schon geredet habe, nämlich es aktiviert die Verteidigungsmechanismen der Frau. Dann muss die Frau sich nämlich fragen, wenn sie dich zum zweiten Date trifft, scheiße, will ich zu dem fahren, wir werden bestimmt Sex haben. Will ich das? Bin ich so eine Schlampe? Kann ich das in mir verantworten? Du aktivierst wieder alle Verteidigungsmechanismen und eigentlich ist das unnötig. Besser, du lässt die Frau so ein bisschen im Unklaren darüber, was jetzt passieren wird, sodass sie sich halt fragen kann, was wird dieser Mann machen? Wird er mich küssen? Wird er mich nicht küssen? Voll spannend. Ich bin voll gespannt, das rauszufinden. Das macht viel mehr Sinn. Und damit triggerst du auch nicht ihre Verteidigungsmechanismen. Wenn du sie dann bei dir zu Hause hast, wenn sie dann bei dir zu Hause auf einem beispielsweise Kochdate ist oder du sie vom Club mit zu dir nach Hause genommen hast, vom Café mit zu dir nach Hause genommen hast, dann kannst du sie ja auch küssen. Dann führt es ja auch zu was, weil dann kannst du direkt vom Kuss aus auf den Sex übergehen. Du musst dir immer die Frage stellen, was bringt mir dieser Kuss und kann ich ihn theoretisch weiterführen? Wenn du jetzt merkst, du hast eine Frau vor dir, die extrem offen ist, ja, die extrem open-minded ist, die dir erzählt, ja, ich hatte heute schon was mit drei anderen Typen und ja, ich suche sowieso nur was Offenes oder sowieso nur was für Sex, dann kannst du natürlich auch vorher mit dir rummachen im Club auf dem ersten Date, dann ist es kein Problem, denn dann gibt es da keine Verteidigungsmechanismen, die du triggern könntest. Die meisten Frauen sind aber tendenziell nicht so offen, wie ich gerade erzählt habe, also mein Beispiel, so offen sind die meisten Frauen nicht und deswegen triggerst du eher ihre Verteidigungsmechanismen, wenn du sie an einem Ort küsst, wo es keinen Sinn macht. Das Argument, was viele Männer bringen, wenn sie zum Beispiel im Club eine Frau küssen, ist, ja, dann mache ich sie ja geiler. Und ja, du machst sie geiler, aber was du sicherlich auch schon mal erlebt hast, wenn du eine Frau im Club geküsst hast und sie dann nicht mit nach Hause nehmen konntest, es hat dir nichts gebracht. In dem Moment wird sie vielleicht ein bisschen geiler vom Rummachen, aber du willst ja auch nicht die ganze Zeit im Club mit ihr rummachen, sondern sie will ja auch mit ihren Freundinnen noch tanzen, vielleicht mit anderen Leuten quatschen. Und deswegen ist es rein taktisch gesehen total unklug, die ganze Zeit mit ihr rumzumachen, weil du hast dann vielleicht diesen Hochpunkt, aber dann kommt der nächste Tiefpunkt, wo dann wieder nichts ist und dann hat dir der Hochpunkt halt auch überhaupt nichts gebracht, außer, dass du sozusagen den Verteidigungsmechanismus an der Stelle aktiviert hast. Deswegen macht es keinen Sinn, auf ich erhöhe dann mal die Spannung mit der Frau im Club rumzumachen, weil es macht halt irgendwie gesagt nur dann Sinn, wenn du daraus was machen kannst, sonst kannst du es dir gleich schenken.
Sonst ist es einfach nur sinnlos. Das ist das Argument, was manche Männer haben, wenn es dann dieses im Club rummachen geht. Es macht Sinn, wenn du dann bei dir zu Hause bist. Ja, wenn du dann bei dir zu Hause bist, dann kannst du mit der Frau rummachen, weil dann kannst du ja auch dieses sie heiß machen davon nutzen, wirklich zum Sex zu kommen. Außer dein Plan ist es, wie gesagt, sie direkt auf der Toilette zu verführen. So, jetzt kannst du natürlich trotzdem mit der Frau im Club rummachen und kannst auch mit der Frau auf dem ersten Date rummachen, wenn du sagst, ist mir scheißegal, geht mir jetzt nicht unbedingt darum, die Frau zu verführen, ich habe jetzt einfach Bock, mit ihr rumzumachen. Ja, dann mach das gerne, aber dann sei dir dessen bewusst, taktisch klug war das jetzt nicht und es kann zu Problemen später führen. Ja, wenn du einfach nur im Club gehst und dir denkst, ich will jetzt ein bisschen Spaß haben, habe jetzt Bock, mit ihr rumzumachen, mach das, go for it, aber sei dir klar, dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du sie wieder siehst, außer du hast wirklich eine Frau, die sehr sexuell offen ist, die genau darauf aus ist. Da musst du halt so ein Gespür für entwickeln. Das merkt man aber auch relativ schnell, auch als unerfahrener Mann, wann du da so eine Frau hast, die da tendenziell mehr Bock drauf hat. Dann kannst du sie auch gerne früher küssen. Ansonsten stell dir immer die Frage, was für einen Sinn macht das gerade? Und mach es am besten dann, wenn du auch weiterführende Handlungen vornehmen kannst. Heißt, wenn du an einem Ort bist, wo du auch zu Sex kommen kannst. Dann macht rummachen Sinn. So, und natürlich gilt das alles nicht mehr, wenn du die Frau bereits kennst, wenn ihr euch bereits gedatet habt, wenn ihr miteinander geschlafen habt. Weil dann ist alles anders. Dann kannst du sie auch so gerne küssen. Dann muss das zu nichts führen. Aber ansonsten, vor dem Sex gilt diese Regel, die ich dir gerade mitgegeben habe. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du dazu denkst oder wo vielleicht auch du noch ein Argument siehst, die Frau vielleicht doch früher zu küssen. Vielleicht habe ich auch irgendwas in diesem Video nicht bedacht, aber das ist so das häufigste Argument, was ich immer höre, dieses, ja, dann ist es spannender, dann will sie mit dir nach Hause gehen. Wie gesagt, ja, bei Frauen, die extrem drauf aus sind, ja, da kannst du nichts damit falsch machen. Aber die Frau, die extrem drauf aus ist, die würde sowieso mit dir nach Hause kommen, auch wenn du sie nicht küsst. Das musst du bedenken. Wenn die Frau extrem drauf aus ist, mit dir zu schlafen, dann musst du sie nicht küssen, damit sie mit dir nach Hause kommt, denn dann macht sie das auch so. Du hast da keinen Vorteil von, weil sie sowieso schon mitgekommen wäre. Ja, aber wenn ich irgendeinen Kommentar oder irgendeine, ja, ich sag mal, ein Argument vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich schaue es mir an, ich kommentiere es, mache vielleicht sogar noch ein Video dazu. Morgen geht es weiter mit dem Kursthema und zwar damit, wie du am besten zum Kurs kommst. Ja, heute haben wir darüber geredet, wann ist der perfekte Zeitpunkt. Morgen reden wir darüber, wie kommst du denn dazu. Geil, dass du dabei warst. Wie immer kannst du links neben mir den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching dieses Jahr bewerben. Wenn du in den nächsten 3 Monaten mehr Frauen kennenlernen, ansprechen willst, als in deinem restlichen Leben davor, kannst du dich hier unter mir für das Coaching bewerben. Unten rechts in der Ecke kommst du zum Video von gestern, wo wir darüber geredet haben, wie du eine Frau sicherer machen kannst. Und das bezieht sich auch aufs Küssen. Das heißt, wenn du das noch nicht gesehen hast, schau unbedingt vorbei. Ansonsten sehen wir uns morgen zum nächsten Kussvideo wieder. Geil, dass du hier warst. Bis morgen. Ciao.